Oh Gott, ein Silberhütet. Oh Gott, der Silberhütet. Oh Gott, was ist hier gerade passiert? Was war das für eine Kombo von denen? Yo Mädels, weiter geht es. Wir haben jetzt Seth besiegt, den dritten Fürsten, und machen uns jetzt auf den Weg zum vierten Fürsten. Und zwar ist es Nito. Nito. Hey, wie kommen wir hier vorbei? Wir müssen hier lang. Nito ist ganz böse. Vor dem habe ich vor allem Angst. Weil als Magier ist er einfach zu besiegen, weil gegen diese Kristallviech oder gegen deine Kristallzauber. Matze ist nebenbei auch immer noch hier natürlich. Und Matze hat gerade einen lowen Stab bekommen. Und was ich auf jeden Fall weiß, dass der Nito extrem anfällig ist gegen Kristallgegner. Ja, gegen Kristallwaffen zum Beispiel. Also dein Kristallspeer und so macht natürlich den 3- oder 4-fachen Schaden von meinem Feuerball. Das weiß ich auf jeden Fall. Weil ich weiß, ich habe den in New Game 3 oder so, habe ich den mit 2 Attacken besiegt. Mit meinem Magier. Oh, jetzt werden wir hier aber durchlaufen, weil diese Skelette, wenn wir die töten, stehen die einfach wieder. Oh Gott. Dann werden die wahrscheinlich wieder einfach aufstehen, wie man jetzt hier sehen wird. Da sieht man, wir bekommen schon keine Seelen, sondern die stehen einfach wieder auf. Das hat den Grund, weil wir müssen, die werden ja beschützt von Necromancern, die wiederbeleben. Und diese müssen wir erstmal finden. Oh Gott, jetzt komme ich hier nicht durch. Ich muss hier schnell das Lagerfeuer aktivieren, bevor die Skelette kommen. Ah ne, da ist sogar so ein Necromancer im Lagerfeuer. Das ist jetzt ein Necromancer, den haben wir besiegt. Das bedeutet, die Skelette, die da oben waren, naja, die müssen wir jetzt alle noch besiegen, weil die sind zu nah am Leuchtfeuer. Die sind aber nicht mehr unsterblich. Zack. Da wünschte ich, ich hätte wieder eine Feuerwaffe, ne? So, jetzt sterben die auch. Da sieht man, die bleiben liegen. Da wünschte ich, ich hätte eine Feuerwaffe. Aushöhlung umkehren. Ich bin kein... Klar bin ich. So, das müssen wir benutzen. Dann öffnet sich da oben ein Tor, wo wir weiter durchgehen können. Da haben wir schon gesehen. Ist das Tor nach unten gegangen. Jetzt sind wir oben auf der Brücke. Und ab hier aus ist es wieder so gemacht, dass die Gegner unsichtbar werden. Und da ist nämlich unsterblich. Und da ist der Typ, der die wiederbelebt. Wir müssen jetzt nur erstmal gucken, wie wir da hinkommen, ohne zu sterben. Das war knapp. Das war knapp. So. Ah, schön, der ist tot. Das ist das Wichtige. Immer diese Typen, weil wenn die erst einmal weg sind, wenn die einmal abhauen, dann ist es schwer, denen nachzukommen. Na komm, die machen hier alle gerade Schaden. Uiuiui. Zum Glück machen die Skelette nicht so viel Schaden. Sind ja doch als schwächste Gegner so lang. Also eben die Kristallskelette haben 100 mal mehr Schaden gemacht. Die haben bestimmt das Dreifache an dem Schaden gemacht von denen hier. So, wir werden hier aber auch wieder ein bisschen schneller durchgehen. Wenn wir möchten Dark Souls 2 spielen. Den Bogenschützen töten wir noch. Nicht, dass der nachkommt und es dann noch angreift. Den müssen wir auch noch töten. Hier benutzt man einen Heiltrank. Die Items lassen wir auch einfach alle liegen. Und hier wird es wieder kritisch. Oh je. Und die Viecher, die respawnen wieder. Also die werden wieder belebt. So, jetzt haben wir die Brücke, die wir ganz am Anfang gesehen haben, haben wir umgelenkt. Die können wir jetzt benutzen. Hallo. Oh je, die Falle wollte ich nicht aktivieren. Die Brücke hat sich jetzt gedreht. Jetzt könnte man eigentlich hier schon runterspringen und eine Abkürzung nehmen. Jetzt muss ich aber... Oh Gott, jetzt muss ich gucken, wie kommt man nochmal. Hier gab es irgendwo so einen miesen, fiesen Trick. Das war nicht... Oh Gott, jetzt haben wir viel zu viele Gegner belebt.
jetzt noch viel zu viele Gegner belebt. Und hier war das genau da bei dem Krieg. Den müssen wir töten. Den müssen wir töten. Wenn wir den getötet haben, jawohl. Dann haben wir schon mal. Weil ich könnte jetzt auch weiter durchrushen nach unten. Ich bin jetzt gleich beim Schmied. Ich könnte bis zum Schmied durchrushen. Das Problem ist. Oh Gott, die Executen, die kontern mich sogar. Eieiei, die machen mir gerade extrem Schaden. Zack, aber ich habe die besiegt. So, das Schlimmste ist geschafft. Jetzt kann ich hier weiter zum Schmieden. Und man denkt jetzt, hier geht es nicht mehr weiter, aber... Nein, oh Gott, ich hatte Glück. Ich habe Glück, dass ich zwischenzeitlich kurz gelandet bin, sonst wäre ich tot gewesen. Und hier hätten wir das. Wenn ich jetzt den Necromancer nicht besiegt hätte, dann würden die Skelette mir bis hierhin fallen und die wären durchgehend unsterblich. Und dann hätte ich eine Arschkarte gehabt. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu dunkel, weil bei mir selbst ist es extrem dunkel. Hier werde ich auch gleich die Helligkeit mal ein bisschen höher stellen. Hinfort mit euch! Ihr ruiniert meine Konzentration. Das nebenbei der Feuer, oder das ist der Schmied, der euch die Glutessenz abnimmt und an dem kann man auch die Glutwaffen beherrschen. Also man kann sich Feuerwaffen schmieden. Wir reden mal mit ihm. An Ember? Eine Glut? Ja, ja. Ich glaube, ich habe die Feuerglut gar nicht aufgesammelt. Aber wir können Waffe verstärken. Können wir unser Schwert noch mal ein bisschen upgraden? Jawohl. Blitzige Gitarre plus 4, blitzige Gitarre plus 5. Zack, 15 Erfolgspunkte freigeschaltet. So, jetzt kommt die gefährliche Sache. Jetzt kommen wieder diese Drecksräder, die einen one-hitten können. Bei dem müssen wir ganz vorsichtig sein. Oh, oh. Ach, so viel Schaden machen die gar nicht. Auf der schwersten, also auf New Game plus 4 plus 5, wo ich mit meinem Main bin, da machen die ein bisschen mehr Schaden. Da muss man echt aufpassen. Ich werde gleich auch hier die Helligkeit vom Spiel nochmal ein bisschen höher stellen, damit ihr mehr seht, denn jetzt fängt die dunkle Ebene an. Da höre ich hinter mir noch so ein Rad, was hinterher sickert. Na? Okay, das will ich doch nicht so ganz. Ich kämpfe erstmal gegen den Boss hier. Was mache ich denn da? Ich mache... Helligkeit wollte ich erhöhen, ne? Helligkeit machen wir auf 10. Ich wäre auch gerade unten. Okay. Also ich muss jetzt gegen diesen Boss kämpfen, der sich ganz viele Kopien von sich macht. Ist aber kein Problem. Wenn man den besiegt, kann man auch plus 20 Flakons haben. Also bis zu 20 Aufladungen in einer Flasche. Sieht schon gefährlich aus. Oioioioi. Hat er drei Köpfe? Er hat drei Köpfe. Aber, jetzt was ihr gesehen habt, ich mache ihm sehr viel Schaden. Der hält. Ja, okay, ich habe den mit zwei Attacken gekillt. Eigentlich ist er viel stärker. Kunst des Entfachens. Mit der Kunst des Entfachens kann ich euch gleich mal zeigen, was wir damit machen können. Eigentlich ist der Boss viel, viel stärker, ja? Denn er schafft jede paar Sekunden, erschafft er sich ganz viele Kopien, wie ihr eben gesehen habt. Da waren drei. Und nur eine davon bekommt Schaden. Die anderen gehen zwar zu. Also die kann man zerstören. So, Moment, wo muss ich denn hier hin? Ach, da ist nicht. Weiter. Hier oben irgendwo ein Lagerfeuer gewesen?
Ich weiß gar nicht, wo hast das du in dein Lagerfeuer gemacht? Ich bin jetzt auch gerade durch den Raum durch von dem Boss, aber. Okay, willst du da oben ein Symbol stellen? Ich kann es hier noch nicht. Also es ist grau noch. Ach doch, jetzt kann ich hier eins legen. Bei den bunten Teilen wahrscheinlich, Ja, ne? genau. Ich guck mal, ob ich das finde. Bei Lapios werde ich ein Problem haben. Oh Gott, da bin ich schon wieder fast einen Abgrund runtergefallen. Da, ich sehe dich sofort. Alter, das geht jetzt mega schnell. Mit diesem Fix geht das deutlich schneller. Ah, du hast Logans Helm an, habe ich gesehen. Ja, habe ich gerade ausgerüstet. Ich habe nur leider den falschen Zauber dabei. Ich habe meinen Lichtzauber nicht dabei. Okay, ich glaube, irgendjemand. Habe ich dich gerufen? Ja. Irgendjemand invasiert mich, glaube ich, weil auf einmal ist der Weg nach hinten gesperrt. Könnte sein, Das dass wir gleich. kann auch sein, dass das wegen mir ist. Nee, 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 nee. Ich glaube nicht. Jetzt müssen wir aufpassen. Was hier? Oh, hier sehe ich wieder nichts. Warte ganz kurz Ah, hier. mal. Könnte sein, dass wir das jetzt etwas vereinfachen können. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert für dich auch. Ja, sonst kämpfe ich mich so ganz langsam Siehst du durch. das? Kriegst du Nee. auch Licht? Nee, nee. Aber ich kann dir hinterher gehen einfach. Ja, genau. Oh, da ist ein großer. Sieht man Augen? Och. Okay, jetzt, wenn du zauberst, sehe ich das. Ich kann das ja mal für meine Leute zeigen. Ich zeige euch das jetzt mal. Wenn ich irgendwo hinschieße, dann seht ihr ungefähr die Höhle, so wie es aussieht. Zack. Dann wird das ganz kurz beleuchtet. Weißt du, was wir auch machen könnten? Pass mal auf. Ich würde jetzt einfach mal kurz meine Schädellaterne für dich droppen. Ich habe Dann die gar kannst du nicht damit. aufgesammelt, ne? Ja, genau, dann, weil sonst wird Kriegst du das ein bisschen zu gleich. dunkel. So, dann machen wir das so. So machen. So. So und. Man Oh, findet jetzt hier muss ich. nämlich gleich ein Item, das ersetzt das Schild. Das heißt, man kann nicht mehr blocken. Dafür aber sieht man was im Dunkeln, so Gegenstand nehmen, Schädellaterne. Musst du in die Schildhand legen, gell? Ja. Machen wir das so. Mann, die Schädellaterne. Da. Die findet man hier gleich. Wenn ich jetzt das Schild ziehe, dann sehe ich etwas hier. Aber ich kann dafür nicht blocken. Oh je, je. Oh Gott, da ist schon wieder einer. Ah, die sterben sogar One-Hit. Ist unnötig, zwei Zauber dafür Aufpassen, zu weil wirken. unten kommen, da sind doch irgendwo sind Bogenschützen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich habe die schon gehört. Da habe ich einen Pfeil gesehen. Ich gehe weiter nach unten. Oh Gott. Da kommt doch von hinten der Pfeil. Da ist noch einer. Achtung, Achtung. Benutzen einen Heiltrank. Da unten ist der Bogenschütze. Können wir aber noch nicht hin, müssen wir gleich hin. Und hier ist geht's weiter, glaube ich. Jo, hier. Ach, jetzt Oh. kommen wir auch gleich zum ersten Lagerfeuer. Das ist ein Typ. Wir Good gehen mal day. mit dem. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Sag, ich bin Yes, ein I Kleriker. guessed as much. Well, here's a tip. There's a stash of treasure right down that hole. I found it first, but well, you're the cleric, right? I owe you for all that, praying and whatnot. Well, go on. Have a. Hier unten ist übrigens ein Lagerfeuer. Okay, wir gehen erstmal zum Lagerfeuer. Hier unten. Kann das sein, dass du dann Dann. weg bist? Ja, kann nicht nur sein, ist sogar so. Deswegen würde ich dich jetzt bitten, mir noch ganz kurz die Schädellaterne wiederzugeben. Okay. Weil ich den Weg sonst hier runter auch nicht finde alleine. Moment, wie mache ich das? Wo mache ich das? Erstmal ablegen aus dem Ausrüstung und dann in das normale Inventar gehen und ablegen. Okay, dann doch so.
Ja, habe ich gemacht. Ablegen. Ja, Gegenstand ablegen. So. Ja, dann gehe ich mal kurz in meine Welt zurück. Jo. Dann kann ich das Lagerfeuer benutzen. Und dann mache ich gleich gerade. Also der Typ, der gerade, der war ja schon ein bisschen hinterhältig, ja. Wir kennen ja schon eine hinterhältige Person. Aber er war, hat sich schon ein bisschen hinterhältig verhalten. Jetzt zeige ich euch erstmal, was überhaupt diese Kunst des Entfachens auf sich hat. Wir entfachen jetzt einfach unser Essensflakon. Bisher konnten wir ja bis 10. Jetzt kommen wir aber auf einmal, zack, 15, seht ihr links unten. Und das geht sogar noch weiter, dass wir 20 machen können. Jetzt überlege ich noch, ob ich nach unten springe oder nicht. Ich werde wahrscheinlich nach unten springen. Werde ich sogar machen. Ja, ich jump gerade nach unten. Also ich gucke mir den Schatz an und jetzt sieht man, wie hinterhältig diese Person ist. Was ein Schwein. Man bekommt, was man verdient. You damn clerics. You're worse than maggots. You must be loaded. I'll strip your corpse clean. Das ist aber nicht nett von dem. Richtiges Schlawinerschweinchen ist so. Naja, dann können wir mal looten. Stolzer Krieger. Stolzer Krieger. Und hier müsste die Laterne sein. Genau. Jetzt haben wir die Laterne selber gefunden. Deswegen bin ich hier runtergegangen. Sonst hätte ich das Ganze natürlich ausgelassen. Und jetzt fängt es an, lustig zu werden. Oh, guck mal, wen haben wir hier? Please be careful. There are two fierce of they were once brave knights. Who would let such strong spirit heavens is then? Okay. Pass mal drauf auf. Oh. Da ist schon mal eine von den beiden. Na? Oh, da ist die zweite. Der erste ist besiegt und der zweite ist auch besiegt. Mal gucken, sagt die jetzt mal was? To banish those two hollows, it pains me to think of the trouble, but I am certain that both Vince and Nico are grateful to you. Kein Zweifel, dass Vince und Nico echt dankbar sind. Wunderauffrischung. Okay, super. Die Wunder sind auch Magier, nur halt von den Klerikern, von den Paladinen und, sind ganz cool, da gibt es verschiedene, zum Beispiel teleportieren zum letzten Lagerfeuer oder so, oder heilen, so Sachen, also sind ganz nützlich, kann man gebrauchen. Hier einen weißen Glocken, sehr wichtig, um Waffen abzugraden. Und jetzt haben wir die Gegner. Wir sind ja beim Fürsten Nico gleich, und das hat ja alles was mit Untot zu tun, weil der ist ja, wie, was ist der? Lord der Untoten, oder? Der Fürst der Untoten, genau. Der Fürst, genau. Deswegen, aber da wir jetzt die Laterne haben, ist es gar nicht mehr so schlimm hier unten. Zumindest hätte es schlimmer sein können. Wo hast du eigentlich die Laterne her gehabt? Die bekommst du von ein paar so Wiederbelebungstypis weiter oben. Okay. Ich muss gleich einmal niesen. Kennt ihr das? Wenn ihr niesen müsst, und also noch nicht müsst, aber in der Nase schon dieses Gefühl habt, dass ihr niesen müsst. Ah, ein Geheimgang entdeckt. So, da gehen wir unten. Aktivieren nochmal eine Menschlichkeit. Ach, gleich kommt der Spot, wo man mega cool Menschlichkeit fahren kann. Brauchen wir zurzeit eigentlich nicht. Also wir hast du der Frau da unten geholfen in dem Loch? Ja, ja. Okay. Die hat mir Wunderauffrischung gegeben. Ah, ja, schon. Da sieht man, das Lagerfeuer ist größer und wir haben jetzt 20 Estus-Flakons. Also mit meinem Main habe ich soweit, dass ich alle Lagerfeuer auf der Map. Das speichert auch nach dem New Game. Also nach dem New Game hat das dann auch automatisch ein plus 20. Blimey. Verdammt, wie habt ihr? Was hättet ihr eigentlich nicht überleben sollen? Oh, jetzt will er gegen uns kämpfen.
Ich glaube, das wird aber den. Oh, der ist aber verdammt schnell. Der ist verdammt schnell. Oh, das wollte ich gar nicht. Na, 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 großer. Zack. Ayo, oh, der ist aber stark. Aber nicht so stark wie wir. Menschlichkeit, viel Menschlichkeit und mal Grundachs. Hat sich gelohnt, ihn zu töten. Also die NPCs, die geben echt viel Menschlichkeit. Soll ich schon mal weitergehen zum nächsten Lagerfeuer? Ich bin gerade unten in der Höhle. Ich hörte gerade die beiden da. Okay. Wie du möchtest, kannst du ruhig weitergehen. Dann würde ich schon mal zum nächsten Lagerfeuer weitergehen, weil das ist ja dann das letzte vor dem Boss. Und da treffen wir uns dann. Hier ist der Bogenschütze. Überleg gerade, welches du da meinst. Dürfte, glaube ich, nur noch eins vor dem Boss kommen. Also nicht vor dem Boss, sondern vor dem Höhlenausgang. Oh Gott. Silberhütet. Oh Gott, der Silberhütet. Oh Gott. Oh Gott, was ist hier gerade passiert? Was war das für eine Kombo von denen? Ja, ich bin schon gestorben. 138.000 Seelen. Mehr. Der Silberhütet hat mich eine Klippe nach unten geschubst. So eine, war zwar nur eine kleine Klippe, aber da waren dann noch so ein Hund. Wenn der Hund einmal dich im Nahkampf hat, der macht so schnell so viel Schaden. Das hat gut gesessen. Und ich konnte den Silberditter nicht blocken, weil ich noch die Laterne in der Hand habe. Ich habe es absolut vergessen, die zu wechseln. Also sonst bin ich wieder da. Falls du noch in der Nähe bist. Ich kletter gerade die Leiter hinten hoch. Okay. Dann gehe ich, gucke ich nur. Zack, du stirbst. Es müsste eigentlich ein Lagerfeuer müsste noch kommen. In diesem also ich Gebiet. Dachte eigentlich, dass das letzte ist vor Nito. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass eins noch kommt. Ich bin jetzt auch am Lagerfeuer. Okay. Ich bin gerade beim Skelettbogenschützen, hab ihn getötet. Seele. Oh ja, stimmt, da hinten war eine ziemlich fiese Situation. Wir müssen noch ein Lagerfeuer kommen, da bin ich mir extrem sicher. Der Dicke da nervt mich aber. Beim Lassen von. Zack. Silberhütte besiegt. Oh, Silberhütte Hellebar. Da habe ich so schnell weggeklickt. Sehr schön. Was haben wir hier? Hier haben wir Erscheinungsschild. Kommen wir auch das ein oder andere Item mit. Das ist wunderbar. Und jetzt schauen wir, was wir hier vorne haben. Hier sind wir eben gestorben. Vom Hund in die Mangel genommen. Ich bin ziemlich sicher. Genau, ja doch, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Bei dem nächsten. Ich bin gerade beim Silberritter. Zum Glück töte ich die hier in One-Hit mit meinem Zauber. Da, wo so ein Skelett und ein Hund ist, da musst du links um die Ecke gehen und da ist dann das letzte Lagerfeuer von Nito. Kurz nach dem Silbergitter ist das. Okay, ich hoffe, ich find's. Jo. Da ist ein Skelett und ein Hund stehen einfach nebeneinander, dann weißt du, wo das ist. Auf der Etage ist das. Was bist du eigentlich? Oh, für... ich bin tot. Was bist du für ein Level? 72. Okay. Der Silberritter hat mich getötet. Jetzt kann ich dir eben noch helfen, komm. Ich entfach nur eben das Feuer.
Ich finde das cool, immer wenn man das entfacht, da sieht man, wie das größer wird. Man kann leider nicht alles auf einmal entfachen, das ärgert mich. Schlimmste ist, wenn man einem Eid Seelen darbieten muss. Und dann wirklich da 30 mal hintereinander Seele darbieten klicken muss. Soll ich nochmal zurückkommen und dir helfen? Was sagst du? Ich müsste es eigentlich hinkriegen. Okay, dann gehe ich so lang. Ich mache ja schon mal die ersten Creeps dann weg. Sparen wir uns gleich ein bisschen Zeit. Zack. Einwirkung benutzt. Und dann haben wir noch 19 über, Mann, das ist mega OP. Oh, oh, oh. Muss man aufpassen, die Hunde. Wenn die so eine Drei-Attacke-Kombination starten, bin ich sofort tot. Dann bin ich sofort tot. Die hätte ich gar nicht besiegen müssen. Ich wollte nur gucken, was hier ist. Hier scheint nichts mehr zu sein. Hier geht es nochmal Leiter nach unten. Oh, jawohl, habe ich ein Glück. Okay, das war's. Hier ist auch schon Ende. Das heißt, ich gehe mal hoch zum Leichtfeuer und warte auf dich. Yo Leute, danke erstmal fürs Ende schauen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video. Hier oben habt ihr jetzt den letzten DayZ-Part und unten habt ihr das letzte Dark Souls-Video. Haut raus und freut euch bald auf Dark Souls 2.